Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Marlons Welt. Okay, falls ihr euch wundert, was da im Hintergrund ist, das ist nur der Meerschweinchenkäfig, denn wir sind hier im Meerschweinchenzimmer. Okay? Okay, aber heute habe ich für euch kein Meerschweinchen-Video vorbereitet, sondern ein Nerf-Video. Okay? Heute habe ich in einem Unboxing-Video von der unglaublichen Delta Trooper. Delta Trooper ist ein Blaster, ist jetzt nicht so außergewöhnlich, wie zum Beispiel jetzt hier elektrisch oder so, ist kein elektrischer Blaster. Ist aber sehr gut, hat Wumms, schießt 25 bis 30 Meter weit, also sehr gut. Zwar nicht so weit wie der kleine Blaster hier, der doch ein bisschen weiter schießt. So schätze ich mal, ja, kann schon ganz schön 32 bis 35 Meter erreichen. Also der ist noch ein bisschen stärker. Aber um den geht es ja heute gar nicht. Das ist nämlich die Disruptor. Aber um die geht es heute nicht. Denn heute geht es um die Delta Trooper. Okay, ich werde euch jetzt den Blaster vorstellen. Werde euren Schusstest machen. Und dann werdet ihr mal sehen, wie ihr den findet, okay? Okay, ich werde euch noch sagen, dass ich noch in der nächsten Folge mehr Neues präsentiere. Ich werde jetzt erstmal nur große Nerfs präsentieren, bis auf die hier. Die ist jetzt nicht so groß, dass ich keine große gewinne. Also 4 Stück, okay? Nur damit ihr, Das ist hier einfach Marlons Nerf Studio. Ich bin auch ein großer Nerf-Fan. Okay, zum Beispiel hier so ein Blaster. Wie die Modulus. Wo auch noch ein Pfeil drin steckt. Oder Wickhorn MK2. Okay, solche Blaster halt. Okay, fangen wir an mit der Delta Trooper. Die Delta Trooper hat natürlich ja noch Anbauteile, weil man sieht ja, hier vorne kann man Lauf dran machen und hier eine Schulterstütze. Die schon mal so einen Blaster hatten zum Zusammenbauen, die wissen natürlich auch, wie es geht, aber ich zeige es dir einfach nochmal. Also Schulterstütze, die Schulterstütze baut man einfach hier dran, indem man die einfach draufsteckt und einrasten lässt. Schon ist die dran, die ist sehr stabil und man kann die schon gut schießen. Aber so sieht der Blaster einfach nicht so richtig wie ein Gewehr aus. Wenn man jetzt mal denkt, man steckt jetzt hier, sagen wir mal, stecken einfach mal hier so ein Magazin rein. Warte. Hier, so ein 12er Magazin, was eigentlich mitgeliefert ist. Ja, nicht so durchsichtig, sondern einfach normales. Ja, so eins. Kann man ja zeigen. Und dran. So ein 12er Magazin ist da eigentlich mitgeliefert. Aber wenn man so denkt, so cool, ja, so ein Blaster, der hat so ein, der Magazin ragt einfach so raus, das soll eigentlich nicht sein. Deswegen gibt es natürlich hier noch einen Lauf, den man hier vorne dran macht. Und bam! So hast du jetzt ein richtig krasses Gewehr. Guck mal, wenn man hier von vorne guckt. Boah, ist schon ganz schön krass hier. Kann man hier durchgucken. Und da kann man ja auch richtig so zielen und die Gegner einfach. Okay. Ich wollte euch noch sagen, bei solchen Blastern, wenn man das Magazin rausmachen will, dann muss man immer hier, wo man halt lädt, nachlädt, hier, Bolzen, ja, wo man nachlädt, muss man dann immer hier hinten haben, weil sonst geht das Magazin nicht raus. Wenn man jetzt zum Beispiel vorne hat. Was ist so? Und dann versucht man hier, ich muss euch das auch noch zeigen, hier auf dem Knopf drücken. Wenn man hier auf den Knopf drückt, gibt es auf beiden Seiten bei der Delta Trooper. Normal geht dann, kann man dann das Magazin rausziehen. Aber weil hier dieser Bolzen noch vorne ist, dann man muss nach hinten. Und dafür muss man einmal schießen. Guck, ich habe jetzt nicht geschossen. Aber ich krieg den hier nicht nach hinten. Also, hier schießen. Ihr wisst natürlich, hier ist der Griff. Hier schießen. So, und dann nach hinten ziehen. Ganz leicht. Und dann hier auf den Knopf drücken. Magazin draußen. Und wieder. Wenn man jetzt reinmachen will, genau so. Wenn der Bolzen hier vorne ist, dann kommt das hier nicht rein. Also, schießen, zurückmachen. Magazin rein, okay? Okay, ja. Mehr gibt es zu diesem Blaster nicht zu sagen. Jo. Man kann natürlich auch noch andere Anbauteile dran machen. Der Blaster hat nur eine Tick-Tier-Rail. Ich kann es hier aussprechen.
Okay, ist jetzt nicht so viel. Und die ist auch. Da soll man nur mal ein Zielfernrohr. Taschenlampe würde ich jetzt nicht empfehlen oder so. So ein Zielfernrohr macht man normal hier dran. Aber ich würde jetzt sagen, das bringt eigentlich nicht viel. Ich habe jetzt hier mal eins rausgeholt. Von der Modulus. Dieses weiße. Ja. Wenn man das dann hier dran macht, so. Ja. Sieht erstens kacke aus, weil es so weit vorne ist. Außerdem kann man so überhaupt nicht zielen. Ja. Ist halt scheiße. Deswegen würde ich hier diesen ganzen Schnicknack, auch wenn man eine Taschenlampe oder so dran machen. Ich habe jetzt hier gerade keine hier. Oder irgendwas. So Patronenhalter. Alles würde ich jetzt hier an den Blaster überhaupt nicht dran machen. So ein Schnickschnack. Hier kann man auch noch. Ich habe den Namen vergessen. Hier kann man noch so eine Schnur drum machen oder so ein Seil. Da kann man sich das umhängen. Ich habe den Namen gerade vergessen, wie das heißt, wo man das reinmachen kann. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ja, okay, wollte eigentlich nicht mehr zu dem Blaster sagen. Natürlich kann man auch Magazine auswechseln, aber das wisst ihr natürlich. Ich könnte jetzt mal mit einem das vormachen, rausholen. Und da habe ich hier zum Beispiel so ein richtig cooles Bananaclip-10er-Magazin. Das ist eigentlich bei der Modulus mitgeliefert. So, sieht schon, Alter, es sieht wirklich cool aus mit so einem Ding. Naja, 10 Schuss weniger als 12. Von daher würde ich das jetzt nicht empfehlen, okay? Okay, ich habe jetzt für euch schon mal ein Magazin mit 12 Elite-Pfeile. Die sind ja mitgeliefert, also ich kann es nicht sagen. Hier. Blaue Elite-Pfeile, 12 Stück. Ich weiß nicht, ob da mehr mit. Ich habe es vergessen. ja, da sind solche Pfeile mitgeliefert. Ich glaube 12, weil das 12 Magazin. Okay, und die habe ich euch jetzt hier schon mal reingepackt. Und das ist ein 12er Magazin. Ja. Ich komme ein bisschen durcheinander. Okay. Ja. Also 12 solche Pfeile, die werden wir jetzt gleich beim Schusstest abschießen. Wo war nochmal das 12er Magazin? Ah, da. Ah, das war das 6er. Ah, okay. Wir sehen uns dann zum Schusstest. Das müsst ihr nicht sehen. Ich würde nur sagen, wenn man so ein Trommelmagazin da reinmachen will. Also, ich habe das jetzt nicht bei allen ausprobiert. Ich habe jetzt momentan nur das 35er. Trommelmagazin hier. Nicht mal vollgeladen. Ja, also das 25er und das habe ich irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. Ich habe das mal irgendwo versteckt. Ich weiß nicht. Ich hab vergessen, wo es ist. Okay. Auf jeden Fall so ein Magazin. Wenn man es hier reinmachen will. Das geht irgendwie nicht. Das fällt immer raus. Es lockert sich einfach von alleine. Und das geht bei diesem Blaster nicht. Ja, ist auch verständlich. Was braucht man für ein Gewehr ohne Motor? Nicht mal halbautomatisches. Ein Trommelmagazin. Da reicht eigentlich ein 18er oder so. Ja, ich würde das eigentlich. Ich nehme das eigentlich immer. Hier für den Blaster. Natürlich so. Natürlich so, das ist ein bisschen schwer. Schulterstütze. Und den Lauf nehme ich auch. So, hier passt das Trommelmagazin einfach rein. Da kann man hier so schießen. Okay. Okay, Leute, dann sehen wir uns nämlich gleich zum Schusstest. Okay, Leute, wir sind jetzt hier oben. Hier werde ich jetzt immer die Schusstest machen, weil draußen ist gerade kein gutes Wetter und ich weiß auch nicht, wo ich das jetzt machen soll. Hier, okay. Deswegen werde ich hier jetzt einfach hier machen. Und ich hoffe, ihr seht alles. Ich schieße jetzt einfach hier. Habe ich eine Zielscheibe? Die seht ihr jetzt halt nicht, ihr seht nur die Schüsse. Okay. Ein Blaster mit 12 Schuss. Habe ich vollgeladen. Die Modulo, die Delta Trooper. Okay. Dann lass uns mal schießen. Gesehen, einmal war Ladehemmung. Das liegt aber an dem Fall, weil sonst ist das eigentlich nicht so. Ich habe den Blaster jetzt schon ein paar Monate.
Das war ich nicht. 8 Monate schon, aber das ist bisher eigentlich so selten passiert. Ihr könnt euch auf den Blaster eigentlich immer verlassen. Der hat eigentlich kaum Ladehemmung. Funktioniert. Und wenn schon, macht man die oben einfach die Klappe auf und dann kommt man schon an die Pfeile ran. Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Ihr fand das Video cool. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben geben. Und ciao.